Der Typ ist Jahr ein, Jahr aus hier und malt. Ob er auch nur ein Bild fertig gemalt hat? Es geht doch nichts über eine rostige Hochbrücke im Park. Das offizielle schwarze Brett der WAWA. Es ist nur für eingeschriebene Studenten. WAWA Sommerausstellung, 11. bis 18. August. Oh nein, bis dahin soll ich fertig sein. Bishop und Anne-Marie. Er studiert Fotografie, sie ist in meinem Kurs. Nettes Paar. Nein, ich habe zu viel zu tun. Die Venice Academy of the Visual Arts. Unsere weltberühmte, teure Kunstakademie. Das ist Mary Sam, eine Venice-Aktivistin. Sie hat WAWA vor dem Aufstand gegründet. Kurz nach der Eröffnung vor 90 Jahren ist sie von einem Auftragskiller ermordet worden. Die Venice Academy of the Visual Arts, die berühmte Kunsthochschule. Jemand hat einen Gummihandschuh weggeworfen. Wer wirft denn Gummihandschuhe weg, bloß weil ein Loch darin ist? Was für eine Verschwendung! Olaf ist wieder mal in Fahrt. Hat der Junge Energie und Ideen. Wahrscheinlich gibt's an den langen norwegischen Winterabenden nichts anderes zu tun. Ich möchte ihn nicht stören. Emma gestaltet tolle Sachen mit dem Holobildner. Wenn wir nicht befreundet wären, könnte ich glatt neidisch werden. Mein Handwerkszeug. Hier oben leiht sich wenigstens niemand meine Sachen aus. Es gibt nur zwei Sachen, die schlimmer sind als eine weiße Leinwand. Der Tod und Steuern. Meine jüngsten Skizzen. Stumme Zeugen meiner mangelnden Inspiration. Na, du? Emma! Hi, mit dir hatte ich heute gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Hast du zu tun? Nee, wollte gerade für heute Schluss machen. Warum, was gibt's? Ich habe eine Botschaft für dich. Nanu, von wem denn? Freundin, du glaubst es nicht, von Cortez. Wie bitte? Er will sich mit dir treffen, wo Kinder ihre Träume vorstellen. Das waren seine Worte. Träume vorstellen? Was soll das heißen? Ich dachte, du weißt es vielleicht. Hat er noch was gesagt?
Nein, das war alles. Sag mal, habt ihr beiden etwa eine geheime Affäre? Aber klar, wir wollen heute Abend noch nach Afrika durchbrennen. Ich bin ja so aufgeregt. Wie romantisch. Señor Cortés, dein Latin-Lover. Hat er etwas über Albträume gesagt? Nein, wieso? Ich weiß nicht. Meine Träume machen mir langsam Angst. Schon wieder deine Träume. April, es sind nur Träume. Manchmal ist eine Banane nur eine Banane, weißt du? Zigarre. Wie, Zigarre? Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre, nicht Banane. Ist doch egal. Auf jeden Fall deutest du zu viel in deine Träume hinein. Bestimmt haben sie eine logische Ursache. Sprechende Drachen auch? Sind die logisch? Du hast von sprechenden Drachen geträumt? Na schön, das ist eindeutig Unfug, aber interessant. Erzähl weiter. Also, da war ein Drache. Soweit waren wir schon. Du hast von einem Drachen geträumt. Nicht irgendein Drache, er konnte sprechen. Auch das hatten wir geklärt. Was hat er also gesagt? Sie. Es war ein weiblicher Drache. Wie hast du das erkannt? Am Lippenstift und den hochhackigen Schuhen? Mach dich nicht über mich lustig. Sie sagte, ich sei die Mutter der Zukunft. Wahrscheinlich eher, wach auf und geh zum College, April. Wenn du meine Träume nicht ernst nimmst, sage ich nichts mehr. Versprochen? Nimm den Mund nicht so voll. Hast du dir deine letzten Skulpturen mal genauer angesehen? Oh, das war gemein. Trotzdem, kommst du mit ins Fringe etwas essen? Ich komm nach, wenn ich alles weggeräumt hab. Ich werde eine Weile dort sein. Bis dann. Es war kein Traum, glaube ich. Emmas Ausstellungsbeitrag. Sie weiß selbst nicht, was es sein soll. Hübsche Haarfarbe. Es geht doch nichts. Oha. Wissen die Jungs denn nicht, dass Skateboarden in Newport streng verboten ist? Was zieht Rucksacktouristen bloß nach Newport? Indien, Australien und die erdnahen Kolonien sind doch viel interessanter. Die Leute sollten sowas gefälligst hinter verschlossenen Türen machen. Zumindest bis ich selbst einen Freund habe. Bonbons zum Mitnehmen, nur für zahlende Gäste, werden einem vom Lohn abgezogen, wenn man von Stan erwischt wird.
Stan merkt bestimmt nicht, wenn ich mich kurz bediene. Er hat tonnenweise Bonbons im Lager. Das ist mein guter Freund Charlie. Mein ältester Freund in Venice. Ich mag ihn sehr gern. Als Freund. Hi, Charlie. April, schön, dass du da bist. Ich wollte dich morgens wecken, aber du warst schon fort. Frühaufstehern gehört die Welt, stimmt's? Nein, Frühaufsteher malen ihre Bilder rechtzeitig fertig. Warum war das Café geschlossen? Probleme mit den Rohrleitungen. Stan war stinksauer. Brüllt den Klempner an, er solle sich beeilen, während der arme Mann versucht, das Ding zu reparieren. Am Ende findet der Klempner die undichte Stelle im Keller, aber erst, als er bis zur Taille im Kanalwasser steht. Igitt, zu Hause war auch eine Leitung kaputt. Kein warm Wasser. Hab ich bemerkt. Junge, war das eine kalte Dusche. Die Rohre in Venice sind einfach zu alt. Ständig gehen sie kaputt. Wie läuft's denn heute so? Vom kaputten Leitungsrohr abgesehen ist alles friedlich. Emma ist mit Markus und Isabel da. Sonst war heute nichts los. Die Leute sind bestimmt zu Hause, im Schatten. Oder verreist. Genau zur richtigen Jahreszeit. Im August soll es noch heißer werden als jetzt im Juli. Du hättest den Sommer auf dem Land verbringen sollen, da ist es kühler. Die Hitze hier ist mir lieber als das, was ich daheim erlebt habe. Du bist hier in Sicherheit, April. Wir passen auf dich auf. Das tut ihr. Ich habe solches Glück. Das ist kein Glück. Du bist ein guter Mensch und verdienst gute Freunde. Wir helfen uns gegenseitig. Ach, du kannst einen so schön aufmuntern, Charlie. Tja, aber man weiß ja nie. Wenn ich dich mal brauche, bist du ja auch für mich da. Hast du heute Abend was vor? Arbeiten. Ich müsste zur Probe, aber ich brauche das Geld. Vor Semesterbeginn im September fahre ich für eine Woche nach Hause. Stimmt, das hast du erzählt. Das freut mich. Du warst doch seit Jahren nicht mehr zu Hause, nicht? Ja, es ist 4 Jahre her. Seit ich fort bin, verstehe ich mich nicht so gut mit meinem Vater. Das Gefühl kenne ich. Das kommt oft vor, nicht? Wenigstens freue ich mich auf den Rest der Familie. Vor allem meine Schwestern und Mutter. Hast du zufällig Cortez gesehen? Das habe ich tatsächlich. Er hat nach dir gefragt. Er hat nach mir gefragt? Ja, wo du wärst. Er hatte eine Nachricht für dich. Ich habe ihn gebeten, sie Emma zu geben, weil ihr euch öfter seht. Emma hat mir die Nachricht gegeben, aber ich verstehe sie nicht. Cortez ist manchmal etwas seltsam, nicht?